Hey YouTube, willkommen bei Say What. Ihr seht schon, das Wetter ist schön, ziemlich sonnig. Es ist aber noch 8 Uhr morgens, also noch sehr, sehr früh und das an einem Samstag. Und ich befinde mich schon auf der Straße, denn heute geht es nach Kassel auf den YouTube-User-Kongress Nummer 3. Wieder veranstaltet von Joe Cognito und diesmal ist auch noch die Game Inside Show mit im Boot. Und ich freue mich auf jeden Fall drauf, die ganzen Leute da zu treffen. Ich weiß schon von einigen, die da hinkommen möchten, wie die Tech-Profis, Ding, Commentorio, Pet Life, Bruce on Tour. Also es sind reichlich Leute da und mal gucken, wen ich da so vor die Kamera noch bekomme. Wir sehen uns dann dort. Ja, hardware-technisch nutze ich eigentlich nur meine kleine Kamera. Es ist eine Fujifilm Finepix JX200. Unsere Kamera ist eine, wir haben eine 60D von Canon, eine DSLR, mit der wir filmen, mit einem Tamron-Objektiv. Nur mit einem Camcorder, Alptech, Full HD. Den Ton nehme ich allerdings mit einem Samsung G-Track auf. Nutze ich überwiegend das iPhone 4, dann noch eine Sony Cybershot. Ich nehme entweder mit einer kleinen HD-Kamera von Sony auf oder mit der Canon 60D, wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Film tue ich mit einer Fujifilm Finepix S3300. Nimmt ganz normal ein HD auf. Zum Aufnehmen benutze ich eine Panasonic HDC TM700 mit einem Sennheiser MKE 300 Mikrofon. Eine Apec AHD5. Mit der HDPVR von der PS3 aufnehme. Benutze eine Canon Legria FS19. Ich nehme das Ganze auf dem PC mit Fraps auf. Als Kamera habe ich zurzeit eine DSLR und zwar die Nikon D7000. USB Großmembran-Mikrofon von Thomann kann man da kaufen, T-Bone SC440. So eine ganz kleine Logitech-Webcam, die ist nicht der Rede wert. Screenflow zum Bearbeiten meiner Videos und iMovie auch manchmal. Software sind wir relativ flexibel. Screencasts machen wir mit Screenflow und die normalen Videobearbeitungen natürlich mit dem neuen Final Cut 10. Ja, klar. Schneide meine Videos mit Sony Vegas noch. Zum Bearbeiten nehme ich meistens Screenflow und iMovie. Schneiden tue ich mit der Adobe Creative Suite CS4. Eben damit After Effects und Premiere Pro und die Bilder nachher mit Photoshop. Mit iMovie, beziehungsweise jetzt das nächste Video vom Juk 3 werde ich dann mal probieren mit der Trial von Final Cut. In der Bearbeitung benutze ich iMovie oder Final Cut Pro X. Mit Magix Music Maker und auch mit Cubase. Und die Videoproduktion mache ich eigentlich mit Sony Vegas Pro. Mit Sony Vegas bearbeite, das heißt Nachkommentierung. Ich schneide auch mit Magix, ist vielleicht nicht das professionellste Programm, aber für mich reicht es auch. Softwaremäßig benutze ich Adobe Creative Suite 5.5. Videos, ja. Bearbeite mit Camtasia Studio 7. Die Software, die ich benutze, das hängt vom Betriebssystem ab. Also ich benutze einmal Windows und macOS. Bei Windows wäre das dann Magix oder After Effects. Hängt davon ab, was ich mache. Bei Mac wäre das dann Final Cut Pro X oder iMovie. Und geschnitten wird bei mir jetzt seit kurzem mit Adobe Premiere. Und wenn ich dann noch Nachbearbeitung habe, kommt After Effects manchmal zum Einsatz. Für Standbilder natürlich Photoshop. Aber ja, so diese ganzen Adobe-Sachen, mit denen arbeite ich sehr gerne. So, ich bin gerade auf dem Nachhauseweg vom YouTube-User-Kongress Nummer 3. Ich fand ihn ganz gut. Nicht so gut wie den ersten, aber trotzdem ganz gut. Und ihr habt ja gerade die ganzen Interviews gesehen. Die habe ich gemacht, denn ihr fragt mich ja immer, was
für ein Equipment benutzt du? Das heißt, welche Kameras, welche Software benutzt du für deine Videos? Und ich weiß, ihr interessiert euch nicht nur dafür, was ich benutze, sondern was alle YouTuber benutzen. Weil ihr ja auch Videos machen wollt wahrscheinlich. Und deswegen habe ich diese Fragen an Leute gestellt, denn dann hat man schon mal so viele YouTuber auf einem Haufen zusammen, dass man sie fragen kann. Also, das soll es gewesen sein von YouTube User Kongress Nummer 3. Wir sehen uns demnächst. Macht's gut, bis denne und tschüss.